Dieses Video ist wirklich nur für Leute gedacht, die an mir als Person, als Mensch interessiert sind. Für alle, die irgendwie oberflächliches Zeug wollen. Scrollt weiter durch die Stories, dann ist das nichts für euch. Dann ist das nichts für euch, würde der Tommy Pieper sagen. Ich kann nicht mehr. Diesen Satz denkst du, den denke ich und den denken viele Menschen. Bei uns, Celebrities oder die Leute, die jetzt, sag ich mal, im medialen Rampenlicht stehen, mit allen Vor- und Nachteilen, schaut ja meistens alles ganz toll aus. Du schaust auf mein Instagram-Profil und man denkt sich, wann hat der Jotta ein Leben? Also ist ja auch geil. Absolut. Ich lebe in Kalifornien, ich kann mir leisten, was ich möchte. Aber da gibt es einen entscheidenden Punkt. Ich denke genauso oft ans Aufgeben, wie wahrscheinlich du. Der Gedanke kommt mir nicht täglich, aber es gibt Rückschläge. Rückschläge, die mich hart treffen. Rückschläge im Business, Rückschläge im privaten Leben. Und man denkt sich dann immer wieder, ach Gott, das will ich nicht nochmal aufstehen. Ich werde 43 Jahre alt, ich bin in meinem Leben oft genug aufgestanden, ich werde müde. Des Aufstehens, immer wieder Aufstehens. Der einzige Unterschied zwischen uns mag sein, ich kenne dich nicht, aber der mag sein, dass ich mich darauf trainiert habe, immer wieder aufzustehen. Dass ich einen Reflex in meinem Gehirn geschaffen habe, dieses Weiter, immer weiter. Ich habe das nicht zum Spaß immer auf meinem T-Shirt. Ich habe das nicht zum Spaß, dass ich das immer rausschreie. Ich schreie es mir selbst zu, weil, und da hilft mir zum Beispiel der Sport. Im Sport ist es so, dass ich jeden Tag an mein Limit komme, dass jeden Tag das Gewicht gegen mich gewinnt. Es kommt der Punkt, wo ich einfach keine weitere Wiederholung machen kann, wo ich scheitere. Und ich komme zurück bei der nächsten Einheit, bei der nächsten Trainingssession. Und ich bin stärker geworden. Das heißt, ich habe gerade durch den Sport mich trainiert, stärker zu werden, indem ich die Niederlage akzeptiere als Prozess des Erfolges. Und das Ganze müssen wir auch transferieren, wenn es zum Privatleben kommt. Da ist es schwieriger, das gebe ich offen zu. Aus dem einfachen Grund, weil der Transfer schwieriger ist. Also wenn ich mir zum Beispiel meine Beziehung anschaue, die ich mit Mascha hatte, bis zum Juni, ich war ja 100% davon überzeugt, dass das die wahre Frau ist. Ich habe diese Frau abgöttisch geliebt und sie war alles für mich. Ich habe das auch immer kundgetan und dass es da nicht funktioniert hat, ist ein Rückschlag, der mich in die Knie gezwungen hat. Der mich absolut in die Knie gezwungen hat. Und ja, da redet man sich ja auch, ja, du wirst stärker. Und die Stimme sagt in meinem Kopf, ja, aber was werde ich denn stärker, bitteschön? Wie denn? Und da hilft mir immer das, was ich auch in meinem Buch immer wieder schreibe. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich als Coach, ich schreibe da hier in der J-Bibel, schreibe ich super tolle Sachen. Alles geil. Aber da muss ich mich auch selbst dran erinnern. Das mag alles sein, dass ich das alles weiß. Und manchmal fällt es mir einfacher, euch zu coachen, als es für mich selbst anzuwenden. Dann habe ich gesagt, hey, was willst du denn stattdessen? Dann schreit die Stimme, ich will sie zurück. Ich so, vergiss sie. Was willst du denn stattdessen? Wie willst du dich fühlen in einer Partnerschaft? Und wenn es auch im Business Setbacks gibt, meine Fresse, nervt mich das. Ich will auf der geraden Linie zum Erfolg. Und dann gibt es wieder einen Rückschlag. Und du denkst dir, scheiße, echt. Noch mehr Geld in dieses Projekt stecken, das kann doch wohl nicht sein. Ja, schon wieder Fehlentscheidung getroffen, schon wieder Geld verloren. Und da ärgere ich mich. Ich ärgere mich über meinen eigenen Fehler. Ich bin so hart mit mir, dass ich dann sagen muss, hey, relax. Und wenn du Fehler machst, das nagt auch an meinem Selbstbewusstsein. Denk mir, hey, habe ich das überhaupt drauf? Oder ist es eine Nummer zu groß für mich? Oder drehe ich jetzt hier ganz durch? Und dann muss ich ganz, ganz viele Affirmationen machen, um mich selbst wieder zu pushen, um wieder an mich selbst zu glauben.
wieder an meine Ziele und Träume zu glauben. Das passiert auch mir. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dir mitzuteilen. Da bist du nicht alleine. Wir alle kämpfen. Jeder auf seine Art. Aber du darfst niemals aufgeben. Niemals aufgeben zu träumen. Niemals aufgeben, an deinen Zielen festzuhalten. Denn das ist es, worum es geht. Und die J-Universität, die Leute fragen mir mal, ja, was qualifiziert dich denn? Gar nichts. Ich habe keine Schule besucht, wo es dann heißt, so, jetzt darfst du offiziell Coach sein in der J-Universität. Ich gebe dir einfach weiter, was mir geholfen hat, und ich gebe dir weiter, was ich falsch gemacht habe, damit du es anders machen kannst, damit du meine Fehler nicht wiederholst. Ich habe viele Fehler gemacht. Und ich glaube, ein guter Coach sagt dir, was du machen sollst und was du vermeiden sollst, was eben falsch ist. Stell dir vor, du kletterst einen Berg hoch. Ich bin einfach nur der Guide, der Führer, der dich die Route hochführt. Warum? Weil ich den Weg schon mal geklettert bin. Also kann ich dir sagen, pass auf, wenn du links gehst, da wird es zu steinig und es führt nicht zum Gipfel, sondern das ist eine Sackgasse. Aber wenn du rechts gehst, dann mach weiter. Da musst du kurz mal klettern, aber dann wird es besser zum Gehen. Das ist das, was ich machen kann. Ich kann dir den Weg geben, den ich schon gegangen bin. Von ganz unten nach ganz oben. Nicht ganz nach oben, weil es immer weiter geht. Es geht immer weiter. Aber von Homeless zu Hollywood, das habe ich schon mal hingekriegt. Und das ist auch eine Leistung. Und von dick und fett zu durchtrainiert und in Shape, habe ich auch hingekriegt. Also, ich habe in manchen Bereichen was zu sagen. Glaube mir, ich mache kein Beziehungscoaching. Ich mache kein Coaching, wie du 20 Jahre glücklich in einer Beziehung bist. Das muss ich erstmal selbst hinkriegen. Da lese ich Bücher, da besuche ich Seminare, da bilde ich mich selbst fort und dann muss ich es praktizieren. Und wenn es dann mal funktioniert, dann gebe ich dir Bescheid. Und ich mache auch kein Coaching, wie du in 3 einfachen Schritten zum Veganer wirst. Mal, da kämpfe ich mich gerade selbst erst durch. Ich bin jetzt bei Tag 4 oder 5. Habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber wenn es zum Geldmachen kommt, aus nichts, wenn es zum Körper kommt, Schlafen, Regeneration, Mindset, an sich selbst glauben, Ängste überwinden. Was habe ich Angst? Glaube mir, wenn du mal so viel Scheiße durch hast im Leben, das fickt dein Hirn. Da musst du die Angst überwinden. Die Vergangenheit hinter dir lassen. Glaubst du, dass ich nach so einem Breakup nochmal Bock habe, mich zu binden? Nein, ich habe Angst, wieder verletzt zu werden. Also muss ich das überkommen. Und ich habe es erfolgreich überkommen, immer und immer wieder. Und das ist, was ich dir weitergeben kann. Deswegen, du weißt, wo du es findest. Ich habe diesen Link in der Instagram-Bio. Und ich bin ein Coach, weil ich es vom Herzen bin. Weil für mich Geld nicht alles ist, sondern dein Erfolg, dein Feedback, das macht mich glücklich. Wenn ich im Bett liege und weiß, meine Studenten haben heute etwas erreicht, was sie ohne mich nicht erreicht hätten. Ich konnte ihnen helfen. Das macht mich wirklich glücklich. Und dafür gebe ich alles. Und ich glaube, die 16 oder 17 Euro, die wir im Monat chargen, du hast eine monatliche Kündigungsfrist. Monatlich. Das ist keine Vertragslaufzeit auf ein Jahr. Wir sind nicht hier, dass wir dich binden. Nein. Monat für Monat für Monat. Tritt der J-Universität bei, schaust dir an, ob sie gefällt, arbeite dich durch die Kurse durch, durch das tägliche Coaching, jeden Tag 100, 400, durch das Live-Coaching, durch die Fragen-Antwort, die drinnen ist, das ist eine Interaktion und es wächst und es wächst. Gib mir die Chance. Mein Leben qualifiziert mich, dein Mentor zu sein. Und wenn es dir nicht gefällt, kündige, hast du 17 Euro verloren. Ich glaube, das überlebst du auch. Ich freue mich, wenn du mir eine Chance gibst. Ich möchte dir die Hand reichen und deinen Erfolg zu meinem Erfolg machen. Link findest du auf meinem Instagram-Profil j_life. In der Bio, da ist der Link. Lass es uns gemeinsam probieren. Rock and roll, be strong, healthy and full of energy. Weiter, immer weiter. Ich sehe dich in der J-Universität. Bis dann.